Noch ein Beispiel, was mal zeigt, wie man mit Charakteren umgehen kann. Schreiben Sie ein Programm Past, das zunächst einen Kleinbuchstaben und dann einen Großbuchstaben einliest und überprüft, ob diese zueinander passen. Das heißt, Kleinbuchstabe entspricht Großbuchstaben. Das heißt, wenn ich hier Past aufrufe und ich zunächst einen Kleinbuchstaben H und dann einen Großbuchstaben H eingebe, soll ausgegeben werden passen. Wenn ich aber als Kleinbuchstaben D eingebe und als Großbuchstaben E, dann soll ausgegeben werden passen nicht. Wie mache ich das? Über die ReadCare-Funktion fordere ich den Benutzer auf, einen beliebigen Buchstaben einzugeben. Zunächst einen Kleinbuchstaben und dann einen Großbuchstaben. Und jetzt berechne ich die Differenz von dem Kleinbuchstaben zu klein a und von dem eingegebenen Großbuchstaben zu groß a. Und wenn die Differenz gleich ist, dann wird ausgegeben passen und ansonsten wird ausgegeben passen nicht. Wenn der Benutzer also ein kleines b eingegeben hat und ein großes b, klein b minus a ergibt 1 und groß b minus groß a ergibt auch 1, also wird ausgegeben passen. Schauen wir uns das auch nochmal in der Eclipse an. Hier ist das Programm, wir führen es mal aus. Gebe ich als Kleinbuchstabe mal an f, als Großbuchstabe F, dann wird die ausgegeben passen. Führen wir es nochmal aus. Gebe ich als Kleinbuchstabe an T und als Großbuchstabe Z, dann wird ausgegeben passen nicht.